Willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Dark Occult. In der letzten Episode haben wir, sind wir noch weiter auf der Suche nach den richtigen Körperteilen von den Puppen und sind zum Ende hin, ein bisschen von dieser, ich sag jetzt mal, Hexe überrascht worden. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt weiter auf die Suche begeben, die Puppenteile an uns zu eignen. Boah. Doch, deckt die Alte auf. Ach ja, das ist echt ein bisschen nervig. Was steht denn hier so Schönes? Kann ich nicht lesen. Und die Alte ist jetzt weg. Jetzt können wir uns wieder weiter auf die Suche nach den Sachen machen. Jetzt mal kurz gucken. Game Map. So, wir sind hier gewesen, wir sind da gewesen, wir sind hier drumherum gewesen. Und hier haben wir jetzt auch nicht die richtigen Körperteile gefunden. Körperteile, sage ich schon. Puppenteile gefunden. Ich würde sagen, wir gucken uns noch weiter hier in diesem Bereich um. Wäre jetzt so eine Idee von mir. Ansonsten halt hier in dem Bereich nochmal richtig umgucken. Wir brauchen ja noch ein Bein, einen Arm und ja. Hier liegt echt nichts mehr, ne? Ne. Hier liegt nichts, da liegt auch nichts. Wäre auch echt gut, wenn man die gesammelten Teile ja auch irgendwie fallen lassen könnte. Ohne sie direkt mit einem anderen Teil tauschen zu müssen. Wie gesagt, hier in dem Bereich wollten wir rein, ne? Ja. Ich frag mich eigentlich, was passiert, wenn man irgendwann mal, keine Batterien mehr hat, man auch keine Batterien mehr findet. Hier habe ich doch in der letzten Folge habe ich doch abgedeckt. Warum ist das denn jetzt schon wieder nicht eine was Böses? Zieh dich wieder an, du bist ein bisschen nackig. Könnten wir noch Teile finden? Das ist die große, große Frage. Das Ding bewegen? Oh. Hm.
könnten denn noch Puppenteile sein? Hey, warte auf, aufnehmen. Oh. Was? Linker Arm. Und es sieht so aus wie einen Arm, den wir gebrauchen können. Ach komm schon, jetzt lass doch den Arm nicht fallen. So. Aber das war jetzt der richtige Arm, den ich jetzt habe. Dann rennen wir mal wieder zurück. Mit Rennen meine ich Rennen? Ne, da wollen wir nicht lang da. Arm, wir brauchen diesen linken Arm. Ah ja. Du brauchst einen anderen Kopf. Du könntest so passen. Und also brauchst du einen anderen Kopf und du kannst, glaube ich, den Kopf so behalten, wie der ist. Und du brauchst ein Bein, das ist klar. Also Bein und zwei Köpfe. Toll. So. Ein Bein und zwei Köpfe. Da geht's irgendwo lang. Ich brauche zumindest einen Kopf, dass ich dann wenigstens den anderen Kopf von der Schulter nehmen kann. Hier gibt es doch so viele Puppen, denen man auch einfach einen Kopf abschlagen könnte. Oder abnehmen, abschrauben, was auch immer. Auch nichts. Jetzt einfach mal von Puppe zu Puppe und nehme einfach mal. Okay. Ich meine, der Kopf liegt ja auch so lose rum. Ich könnte doch rein theoretisch diesen Kopf da doch so nehmen. Ach ja. Dann versuchen wir es doch mal hier. Ich kann doch jetzt nicht so blinzeln. Ich bin doch jetzt hier mindestens dreimal in jedem Raum drin gewesen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier war nur ein Arm drin, hallo. Die nächste Batterie leer, ey. Was ist denn das denn für eine Batterie, ey? Mit wie viel Watt leuchtet der bitte schon die Taschenlampe? Oder vermeintlich? Geht's nicht rein. Und Taschenlampe wieder leer. Okay. Ja, stillgestanden, genau.
hätte zwar die Karte von hier, aber mit der kann ich jetzt auch nicht wirklich viel anfangen. Also, Ladies, was ist der Plan? Ihr seid also ein bisschen schweigsam, verstehe. Gut, ich suche mal noch weiter nach irgendwelchen Puppenteilen und ihr könnt hier weiter euren Hexenrat halten. Also, ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Wobei eine Möglichkeit wäre natürlich, ne, nicht hier hinten in diesem verwinkelten Bereich rumzugucken, wo wir jetzt gerade hier sind, sondern vielleicht einfach mal hier vorne, so in diesem Anfangsbereich, wo wir gewesen sind, dass wir da vielleicht das Glück haben, da irgendwas zu finden. Also so verkehrt wäre es nämlich jetzt nicht, da nochmal zu gucken. Würde ich zumindest begrüßen, wenn ich halt dadurch ein bisschen weiter käme. Aber wir suchen trotzdem einfach mal in aller Ruhe mal alles ab. Wir kriechen mal nochmal da runter. Da unten rein. Hallo Puppe. Boah, das juckt die Nase so, ey. Genau, da waren ja schön. Hier waren ja die ganzen Puppen, die mich direkt so komisch angestarrt haben. Genau. Aber hier lag mal was und jetzt. Ah, tot. Alle tot. Okay. Alles gut. So wie es aussieht, müssen wir wohl doch in diesen Anfangsbereich. Hier ist noch ein Arm, aber ich suche ja keinen Arm. Ich suche jetzt ein Bein und zwei Köpfe. Oder zumindest ist ein Kopf. Jo, läuft bei euch. Nö, sieht schwer so aus, wenn wir jetzt einfach, lustigerweise habe ich jetzt die ganze Geschichte mit diesem Talisman jetzt langsam drauf. Es ist irgendwie sehr seltsam. Vorher habe ich irgendwie, konnte ich die Talismane nie einsetzen, weil das irgendwie zu doof war, aber hier unten im Keller läuft das alles einwandfrei. Das trifft sich ja gut. Ich wollte ja eh speichern. Da kann ja die Alte ruhig auftauchen. So. Buschlampe aus, um ein bisschen Energie zu sparen und abspeichern. So. Das ist jetzt die große Frage. Finden wir jetzt die Körperteile außerhalb von der Ecke, wo wir jetzt gewesen sind oder nicht? Ich sage immer Körperteile. Das klingt immer so falsch. Das sind keine Körperteile, sondern Puppenteile. Ja, finden wir die Teile oder nicht?
Wir könnten mal in diesem Dingsbereich gucken, wenn ich jetzt mal auf die Karte gucke, mal hier in diesem Bereich, wo das Feuer ist. Wir werden höchstwahrscheinlich hier irgendwo hinter den Puppen irgendwas finden, was wir dann da wohl verbrennen müssen. Nehme ich mal stark an. Ich nehme mich jetzt gleich mal hier hinten den Bereich mal in Ruhe abforsten, dann hier das alles mal abforsten, genauso wie hier den Bereich hier vorne, wie auch diesen Bereich mal. Weil irgendwo müssen wir ja noch die letzten Puppenteile finden, die wir brauchen. Die können ja nicht einfach so weg sein. Ja, okay, die Alte brüllt wieder, wir können gucken. So, wir gucken uns mal um. Ich glaube, ich renne jetzt erstmal hier in den Bereich rein. Überall Weinfässer oder sollten mal Weinfässer gewesen sein. Warum ist eine Batterie? Hier haben wir ein Bein. Das ist schon mal gut. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir einfach mal das Beinchen mal an uns. Mal kurz mal gucken auf der Karte, ob das jetzt auch angezeigt wird. Nee, wird nicht angezeigt. Aber wir haben ein linkes Bein, das brauchen wir auf jeden Fall. Dann mal los. Und setzen das linke Bein an. Ein. Ran. Oh! Aber hätte ich wetten können, dass wir eigentlich noch einen Kopf brauchen. Okay, wir haben Voodoo-Puppe. Und einen Schlüssel sehe ich gerade. Voodoo-Talisman und den Basement-Key. Ich sehe jetzt gerade nichts, es ist dunkel. So. Basement-Key. Jetzt können wir erstmal Dinge verbrennen. Puppe verbrannt. Dann mal hier rüber. Dann mal speichern. Jetzt mal die Taschenlampe mal ausmachen. So, Tür zu. Mann, 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 Mann. Wie aufregend. Nein. So, wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen auf der Karte mal rum. So, wir können in unserem Basement mit dem Basement-Schlüssel hier das aufmachen. Wo sind wir denn mal hier in dem Bereich, ey? Ach, das ist hier der Bereich, okay. Das hier unten in dem Keller können wir uns auch noch ein bisschen umgucken. Also hier so. Das ist natürlich die große Frage. Was finden wir hier in diesem Keller? Das lassen wir mal ein bisschen aus. Ja, mal gucken. Vielleicht kann ich mich auch orientieren, ohne die Taschenlampe jetzt zu benutzen. Ich glaube, der Schlüssel war da vorne einzusetzen. Könnt ihr was sehen? Ja. Ein bisschen. Also ich jetzt nicht mehr. Okay. Mit der Taschenlampe auch nicht. Gut. Müssen wir doch Taschenlampe nachladen. Aufgeschlossen. Tür auf. Raus mit uns. So, hallo Puppe. Die greift uns jetzt an, ich sehe es kommen. Oder auch nicht. Hier geht's auf.
Oh nein. Ich weiß ganz genau, was passiert. Wenn ich das hier schon sehe, so eine Lücke, wo man sich durchquetschen kann. Unser Dickerchen wird gleich hier auftauchen. Der kleine... Unser Riese. Ach, toll. Ja, den hören wir schon. Eieieiei. Oh Gott, ist der schnell. Ah. Da kommt er. Bleib mit uns. Jetzt lauf. Lauf, 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 lauf. Du willst es haben. Du willst es doch auch. Los, lauf, 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 lauf. Da lang. Da lang, kurz Karte aufmachen. Okay, jetzt rechts halten. Lauf, 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 rechts. Oh nein. Oh nein. Jetzt haben wir ein verdammt großes Problem. Bin ich hier überhaupt richtig? Nein, falsch. Hier ist nichts. Mach das Ding runter. Ich weiß ganz genau, was sie jetzt wollen. Ich glaube, sie wollen irgendwas, dass ich irgendwas zum Sprengen oder sowas finde. Aber dezent ungeil. Oh Mann. Okay, da geht's nicht lange. Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich lade schnell mal die Taschenlampe nach. Auch nichts. Okay. Das heißt, wir haben jetzt erstmal kurz. Ja. Hier oder da. Irgendwo in den beiden Räumen muss noch was sein. Sollte was sein, hoffe ich. Oh nein! Oh, Kacke. Ist die na, was heißt da, muss ich? Nein. Nix umgucken. Hier haben wir nichts drin. Ah. Aufregen, habe ich total vergessen, dass jetzt auch schon wieder Zeit ist, die Folge zu beenden. Ja.
Es wäre eigentlich Zeit, aber wir machen das hier noch zu Ende. Entweder sterbe ich oder... Entweder sterbe ich hier drin oder... So. Wir flüchten einfach so, wie es hier ist. So, machen wir hier die Tür auf. So. So. Und wir haben es geschafft zu flüchten. So, als nächstes erstmal... Moment. Safe Room ist, glaube ich, der nächste. Ist, glaube ich, die Treppe hier gleich hoch. Das Dach nachrendern. Okay, Spiel. Alles cool, alles muss, glaube ich, so. Lass dir Zeit mit dem Laden, ist alles gut, alles in Ordnung. So. Wie sich alles nach und nach wieder aufbaut, ey. Wenn man so Ewigkeit nicht mehr da unten, hier oben gewesen ist. So, speichern wir mal. Alles klar. So, auch wenn die Folge ein bisschen länger geworden ist, als ich dachte, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierhin. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Dark Occult. Bis dahin, ciao.